Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die Oscar-Nominierungen. Wir machen das Ganze jetzt in einer möglichst schnellen Runde. Ich hoffe, das klappt soweit auch. Wir haben 24 Kategorien. Legen wir los. Wir haben die erste Kategorie, visuelle Effekte. Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy 2, Kong Skull Island, Star Wars, The Last Jedi und War of the Planet of the Apes. War for the Planet of the Apes. Und mein Favorit ist auf jeden Fall War for the Planet of the Apes. Die Affen waren großartig, fast schon computerrealistisch oder fotorealistisch. Und es sah einfach großartig aus und ich liebte einfach dieses ganze Design und alles. Und ich hoffe einfach, dass dieser Film in dieser Kategorie gewinnen wird. Nächste Kategorie ist der Filmschnitt mit Baby Driver, Dunkirk, I, Tonya, The Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, was wir künftig noch Three Billboards sein werden. Definitiver Favorit für mich ist Baby Driver, auch weil von den Filmen ich den als einzigen gesehen habe. Aber auch an sich im Schnitt ist es einfach großartig. Auch im Tonschnitt, was wir danach noch kommen werden, perfekt, einfach großartig. Und es ist für mich auf jeden Fall mein Favorit in dieser Kategorie. Kostüm haben wir Die Schöne und das Biest, Dark ist Dunkel zur Stunde, Der Seidene Faden, The Shape of Water und Victoria und Abdul. Habe ich von denen zwar leider nur Schön das Biest gesehen, aber da fand ich das Kostüme echt nicht so toll. Deswegen bin ich eher für Der Seidene Faden oder Victor und Abdul. Mein Tipp geht einfach mal so spontan an Der Seidene Faden, obwohl ich noch nicht gesehen habe. Aber hoffentlich bin ich Schön das Biest. Make-up haben wir Darkest Hour, Die Dunkelste Stunde, Victor und Abdul und Wunder. Ist mein Tipp auf jeden Fall Die Dunkelste Stunde, weil als ich den Trailer zu Die Dunkelste Stunde gesehen habe, dachte mir, wer spielt jetzt bitte Vincent Churchill? Gary Oldman? Ich habe das überhaupt nicht sehen können. Und auch keiner meiner Freunde, alle waren so, was? 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 Großartiges Make-up, hoffentlich gewinnt er in der Kategorie. Kamera haben wir für Blade Runner Roger Deakins, für Dunkelste Stunde Bruno Del Bonnel, Dunkirk heute von Heutemer. Mark Bowen, Rachel Horison, die erste Frau, die in dieser Kategorie überhaupt nominiert wurde. Und Shape of Water, Dan Lautzen. Tipp auf jeden Fall Blade Runner, weil der Film sah großartig aus. Nicht nur das, auch hat Roger Deakins es endlich mal verdient, diesen Oscar zu gewinnen. Er wurde, ich glaube, mittlerweile 14 Mal nominiert, noch nicht einmal gewonnen. Und das wäre auf jeden Fall das Jahr, in dem er da gewinnen muss, kann man schon fast sagen. Also ihm wäre es auf jeden Fall zu gönnen. Bestes Szenenbild haben wir Schön das Biest, Blade Runner, Dunkelste Stunde, Dunkirk und Shape of Water. Auch hier für Blade Runner, weil ich einfach die Sets, die dort waren, die waren großartig, die sahen fantastisch aus, was man da geleistet hat. Und es sah einfach auch realistisch aus. Man hat das Gefühl, man kann es anfassen, man möchte es anfassen. Und das hatte ich zum Beispiel bei Schön das Biest gar nicht. Dann hier auch Soundmixing, also Ton und Tonschnitt. In beiden Kategorien sind die Filme gleich. Das waren Baby Driver, Blade Runner, Dunkirk, Shape of Water und Star Wars, auch im Tonschnitt. Und Favoriten in beiden Kategorien ist Baby Driver. Bester Song aus Mudbound, Mighty River, aus Call Me By Your Name, Mystery of Love, aus Coco, Remember Me, aus Marshall, Stand Up For Something und aus The Greatest Showman, This Is Me. Gute Frage. Ich habe Mighty River markiert. Könnte auch alle anderen sein. Ich habe da nicht so die große, will ich sagen, die große Ahnung, aber ich bin nicht ganz sicher, wer es sein könnte. Wer gewinnen könnte. So, jetzt auch ein bisschen heller gemacht. So, für der beste Score haben wir unter anderem für Dunkirk Hans Zimmer, für Der Seidene Faden Johnny Greenwood, für Shape of Water Alexandre Desplat, für Star Wars John Williams, wer sonst? Und für Three Billboards Carter Burwell. Also mein Bein, das möchte ich mal kurz zeigen, das ist definitiv für John Williams. Das haben wir auch ein bisschen nackter Haut hier gezeigt, wenn die Views durch die Decke schießen. Bin überrascht, dass man Star Wars nominiert hat und nicht The Post. Aber hat er eben trotzdem seine 51. Nominierung, John Williams, auch dafür. Aber ich denke, also im Herzen sage ich, er wird gewinnen, aber vermutlich nicht. Im Filmmusikforum ist unentschieden, ob jetzt Johnny Greenwood gewinnen wird oder Alexandre Desplat. Ich bin, wenn man das so in
in diesem Stechen hat, wäre ich eher für Johnny Greenwood, weil Alexander Desplat hat schon seinen Oscar und Johnny Greenwood ist so ein junger Komponist, dem es durchaus zu gönnen wäre, in diese Riege aufzusteigen. Sagen wir es einfach so. Bester animierter Kurzfilm, Dear Basketball, Garden Party, Lou, Negative Space und Revolting Rhymes habe ich nur Dear Basketball gesehen. Von daher sage ich, hey, Dear Basketball, hoffentlich gewinnst du. Kurzfilm, Die Korb Elementary, The 11 O'Clock, The My Nephew Emmett, The Silent Child und Vatu Vote, All of Us. Kann ich gar keinen von denen. The Silent Child ist mein Tipp. Punkt. Doku kurz. Edith und Eddie, Heaven is a Traffic Jam on the 405. Heroin mit dem E, also Heroin und Held. Wortspiel. Knife Skills und Traffic Stop. Kein davon gesehen, ich bin für Heroin. Könnte klappen. Doku lang. Abacus, Augenblicke, Gesichter einer Reise. Icarus, die letzten Männer von Aleppo. Und Strong Island bin ich für die letzten Männer von Aleppo, weil das Thema sehr interessant klingt und ich auch sehen würde. Ausländischer Film. Aus Chile haben wir Eine fantastische Frau. Aus dem Libanon haben wir The Insult. Aus Ungarn haben wir Körper und Seele. Aus Russland haben wir Nyubov. Und aus Schweden The Square. Gute Frage. Ich glaube, von The Square habe ich sogar irgendwas mal gehört. Aber mein Tipp liegt einfach mal ganz spontan bei The Insult. Keine Ahnung warum, einfach so. Bester Animationsfilm haben wir The Boss Baby, The Breadwinner, Coco, Ferdinand und Loving Vincent. Ich habe keine Ahnung, was Ferdinand und Boss Baby darin machen. Aber auch wenn wir alle vermutlich wissen, dass wieder ein Disney-Pixar-Film hier gewinnen wird, bin ich sehr, sehr für Loving Vincent. Ich drücke alle möglichen Daumen, so wie ich im letzten Jahr auch für Kubo war. Aber vielleicht wird es wieder ein Disney-Pixar-Film wie die letzten 7 Jahre. Das wird langsam etwas sehr langweilig und etwas sehr vorhersehbar. Aber mal gucken, vielleicht haben wir eine Überraschung. Bestes adaptiertes Drehbuch. Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly's Game und Mudbound bin ich für The Disaster Artist. Ich liebe dieses Buch. Es hängt hier auch irgendwo drin rum. Irgendwo. Und ich will diesen Film auch unbedingt sehen und ja, ich hoffe, dass er in dieser Kategorie gewinnen wird. Wenn nicht schon verdammt, jetzt hänge ich. Hauptdarsteller für The Disaster Artist hat ja auch den Golden Globe gewonnen, aber wurde nicht nominiert für beste Hauptdarsteller. Komme ich noch irgendwann drauf, vermutlich. Mal gucken. Drehbuch, The Big Sick, Get Out, Lady Bird, Shape of Water und Three Billboards. Bin ich sehr für Get Out, war ein großartiger Film, großartig geschrieben, könnte genauso gut auch an Lady Bird gehen, kann auch an alle anderen gehen, aber Get Out fand ich einen sehr schön geschriebenen Film. Natürlich habe ich auch alle anderen noch nicht gesehen, aber ich bin persönlich für Get Out. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Kategorien, einfach weil da die Leute, die da vor der Kamera stehen, ausgezeichnet werden. Wobei auch die Leute hinter der Kamera auch wichtig sind, aber... Zuerst, so die beste Nebendarstellerin für Mudbound, Mary J. Blige. In I, Tonya spielte Allison Janney, habe ich noch gar nichts davon gehört, aber anscheinend hat sie sehr gut spielen können. Der Seidene Faden, da spielt Leslie Manville mit. Lady Bird, Maury Metcalf und Shape of Water, Octavia Spencer. Ich habe schon sehr, 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 sehr viel Positives über Lady Bird gehört, deswegen ist hier mein Tipp bei Laurie Metcalf. Obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe, ich habe noch gar keinen Film auf dieser Liste in dieser Kategorie gesehen. Mudbound ist übrigens, das will ich noch erwähnen, ist eine Netflix-Produktion und wurde hier, keine Ahnung, 4-mal nominiert oder so. Das ist beeindruckend und ich habe es, als ich es gesehen habe, sofort bei Netflix markiert, dass ich den jetzt bald sehen werde. Also, wenn ihr Netflix-Abonnenten seid und einen Film von den Oscars sehen wollt, Mudbound ist eine gute Empfehlung. So, bester Nebendarsteller haben wir Willem Dafoe im The Florida Project, Woody Harrelson, Three Billboards, Richard Jenkins, Shape of Water, Christopher Plummer, Alles Geld der Welt. Ja, der Film, wo er kurzfristig noch reingewirkt wurde, statt Kevin Spacey und Oscar-Nominierung, hallo. Und Sam Rockwell, auch Three Billboards. Bin ich so ein Stechen zwischen Woody Harrelson und Sam Rockwell? Beide haben es verdient. Sam Rockwell ist ein großartiger Darsteller, ebenso wie Woody Harrelson.
Bin ich für beide und Three Billboards soll ein sehr großartiger Cast auch sein oder eine großartige Gesamtdarstellung der Leute, die halt mitspielen. Von daher wäre es passend, wenn einer von den beiden gewinnt. Vielleicht sogar beide. Ha, mal gucken. Mein Tipp liegt einfach bei Woody Harrelson, weil ich es ihm auch schon seit Jahren gönne. Beste Darstellerin haben wir Sally Hawkins, die in Shape of Water spielte. Frances McDormand spielte die merkwürdige Frau in Three Billboards. Margot Robbie, I, Tonya, Saoirse Ronan, das ist wohl nie was, ob ich den Namen richtig ausspreche, in Lady Bird und Meryl Streep in The Post oder Die Verlegerin, wie es im Deutschen heißt. Ist schwierig, ist wirklich schwierig, nicht nur, weil keiner der Filme bislang in Deutschland erschienen ist, sondern auch, ich habe halt sehr, sehr viel Gutes von Lady Bird gehört und von der Darstellung von Saoirse Ronan. Ebenso natürlich auch von Frances McDormand, die dafür den Golden Globe bekommen hat. Und vermutlich auch den Oscar, aber ich habe mein Sternchen einfach mal bei Lady Bird gesetzt, weil es sehr beeindruckend sein soll. Ich habe keinen anderen Grund, weil ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich will. Bester Darsteller haben wir Timothy Chalamet, meine Schrift ist langsam merkwürdig, Call Me By Your Name. Daniel Day-Lewis mit seiner letzten Performance ever in Der Seidene Faden, Daniel Kaluuya für Get Out, Gary Oldman für Die Dunkelste Stunde und Denzel Washington, Roman Israel Escape. Ich gönne es vielen Leuten, ich gönne es vor allem auch Daniel Kaluuya. Ich bin auch beeindruckt, dass er die Nominierung bekommen hat. Und natürlich gönne ich es auch Gary Oldman und Als ich schon den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich mir, ach, dann möchte aber jemand seinen Oscar gewinnen, ne? Und er hat auch den Golden Globe gewonnen, von daher wäre es durchaus auch okay, wenn er hier auch den Oscar für die Darstellung von Winston Churchill bekommt. Wer sich täglich in so ein heftiges Make-up stürzen musste, kann durchaus auch den Oscar mitnehmen. Habe ich nichts dagegen. Ich glaube, auch die Darstellung von Winston Churchill war sehr originalgetreu. Und das ist ja immer ein Gewinngarant. Regie haben wir zum allerersten Mal nominiert Christopher Nolan für Dunkirk. Jordan Peele auch zum ersten Mal nominiert, aber ist auch sein erster Film gewesen. Für Get Out, Greta Gerwig für Lady Bird, Paul Thomas Anderson für Der Seidene Faden und Guillermo del Toro für Shape of Water. Und ich bin hier definitiv für Guillermo del Toro. Ich liebe diesen Mann, ich liebe alle seine Filme. Alle seine Freunde haben schon einen Oscar, Iñárritu und Alfonso Cuarón. Wäre mal Zeit, dass er erst auch mal den kleinen Goldjungen ins Zimmer stellen kann. Also mein Tipp für Regie, Guillermo del Toro. Und jetzt kommen wir zu der wichtigsten Kategorie, der beste Film, die immer ein bisschen schwierig daherkommt. Wir haben hier Call Me By Your Name, The Darkest Hour und Dunkelste Stunde, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Der Seidene Faden, Shape of Water, The Post und Three Billboards. Auch obwohl The Post ein bisschen abgeschlagen aussieht, weil nur eine weitere Nominierung neben Bester Film, kann diese Kategorie Bester Film auch so ein bisschen querschlagen. Hatten wir auch vor drei Jahren, glaube ich, mit Spotlight, der einfach vom Thema her sehr wichtig war und deswegen entschieden wurde, dass es für Beste Film ausgezeichnet wurde. Könnte auch hier The Post zukommen, weil das Thema ist halt sehr zeitnah, obwohl es ein Film, der Film spielt in den 70ern, aber wir haben eine ähnliche Situation halt jetzt, nur in den USA. Und deswegen könnte das so ein kleines Nischenfenster für The Post sein. Ansonsten bin ich auch für Shape of Water als bester Film. Könnte auch alle anderen Filme treffen, aber auch wieder Three Billboards könnte auch klappen, dass der den besten Film mit nach Hause nimmt. Wir werden es erfahren im März. Ich werde das nicht live verfolgen können, weil ich in der Zeit unterwegs bin. Aber mal gucken, ob meine Theorien, meine Tipps stimmen. Ihr könnt es ja verfolgen, ihr könnt mir schreiben, ob es geklappt hat oder nicht. Ihr könnt auch gerne eure ganzen Vermutungen drunter schreiben in die Kommentare. Ich freue mich, das zu lesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und habt noch eine schöne Zeit und ich verabscheue euch zurück ins Internet. Macht's gut, bis dahin, tschüss.